Setz dich bitte hier hin. Tee? Ja, danke sehr. So, jetzt können deine Nägel erstmal einweichen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich gar keine mehr. Ich wünschte, ich könnte schneller frisieren und die Nägel machen. Ausgerechnet heute dürfen wir doch nicht zu spät kommen. Citronella, du bist nicht nur die Schnellste, sondern auch die Beste. Ja, das stimmt auch. Dankeschön, Dankeschön. Ich mache doch nur meine Arbeit. Und das tust du vortrefflich. Dank dir werden wir alle bei der großen Eröffnung von Herrn Raupelius Crockett Club fantastisch aussehen. Was ist das eigentlich genau, Crockett? Naja, das ist so ähnlich wie Golf, aber mit Drahthorn statt Löchern. Das macht Spaß. Das könnte der neue Look für uns sein. Diesen Zapfen los ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Wow, was ist das? Unglaublich! Fantastisch! Toll! Hallo, Emily! Prinzessin Bärchen, wer ist dafür verantwortlich? Oh. Er. Wo kann er nur sein? Seht mal, er ist da drüben! Schnappt ihn euch! Er verändert hier von allem die Farbe? Oh ja, allerdings. Er ist zwar winzig, aber seine bärigen Funken sind die besten. Hi! Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha! Ups. Dankeschön. Gern geschehen. Los, ja, ja. So, schnell raus, Papi, jetzt. Da vorne ist er. Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag. Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag, könnte es passieren. Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag. Oh. Uh-oh. Genau wie im Café. Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat. Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde? Das wäre wirklich eine große Hilfe. Dann wäre die Ernte gerettet, aber... Denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht. Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen. Ja! Gute Idee. Er ist so süß. Das wird lustig. Wir werden alle auf ihn aufpassen. Falls wir ihn einfangen können. Ich wäre euch ja so dankbar. Es ist mir ein Vergnügen. Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen. Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt. Aufteilen und umzingeln. Ja! Yeah! Von meinen Blumen hier fehlen auch 3 Stück. Und bei mir sind es 2. Zum Glück habe ich mein schönstes Veilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch 4 Veilchen übrig. Ich kann mich ja irren. Aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh, habt ihr das gesehen? Wie konnte... Was ist da?
Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau, sie werden reingerissen. Oh! Haltet sie fest! Seht doch! Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wer oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon, wir sind doch alle bei dir. Ja, was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Wie wäre es mit annähernd alles? Citronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily, wenn du das sagst. Monster? Aha! Oh, wieso hast du das gesagt? Denkst du, es hat einen Kopf oder zwei? Hört sich eher nach drei oder vier an. Das kann nicht sein. Ist es grauenvoll oder richtig grauenvoll? Oder richtig, richtig grauenvoll? Es ist richtig, richtig süß. Hey, kleiner Kerl. Hast du Angst vor uns? Wir werden dir nichts tun. Oh, hast du etwa Hunger? Los, wir helfen ihm. Lasst uns, eine Pyramide bauen. Das ist eine tolle Idee. Autsch! Oh, helft ihr mir mal? Gib mir deine Hand. Genau so geht's. Wir haben's geschafft. Ich denke, wir haben den Dieb. Ich glaube, da hast du recht. Nun, Citronella, deine Veilchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden. Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist. Wartet, er ist ja ganz niedlich. Aber was sagen wir Prinzessin Bärchen? Mit dem Lager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern. Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hallo. Hallo, Pläumeli. Wo fährst du denn hin, Emily? Ich fahre zum Zelten. Ich will ein Gedicht darüber schreiben, wie es ist, eine Sternschnuppe zu sehen. Und Herr Ophelius sagt, dass man nur über etwas schreiben kann, was man selbst erlebt hat. Genau. So ist es auch, wenn ich tanze. Man muss es tief im Inneren fühlen. Ja. Ist es heute Abend nicht zu kalt zum Zelten? Was meinst du? Naja, wenn ich dadurch dann besser schreiben kann, ist es mir das wert. Oh, warte. Ich habe leuchtende Sonnenblumenenergieriegel dabei. Die sind genau richtig fürs Zelten. Danke, Pläumeli. Bei Himbeertörtchen wird es wohl heute spät. Ich werde gleich mal nach ihr sehen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Pass auf, dass sie nicht zu hart an dem Kleid arbeitet, das sie für mich macht. Na klar. Viel Spaß! Was ist denn? Ein kleiner Fisch. Der sieht ja ganz niedlich aus. Nur niedlich? Sind das nicht die niedlichsten, knuffigsten und knuddeligsten Bäckchen, die du je gesehen hast? Hallo, kleiner Kerl. Du Süßer. Hallo, du. Hab keine Angst. Bist du ganz allein? Du bist doch noch viel zu klein, um ganz allein zu sein. Oh, armes kleines Kerlchen. Weißt du, ich bin mir sicher, ihm geht's gut und... was tust du da? Ich nehme ihn mit nach Hause. Aber... Jemand muss sich doch um ihn kümmern. Armes Kerlchen. Ganz allein auf der großen Welt. Komm her, kleiner Schatz. Orangella, warte kurz. Komm her, mein Kleiner.
Was hast du denn? Du kannst mir vertrauen. Ja. Ich tu dir nichts. Oh, Angela, hör mir mal kurz zu, ja? Ich hör dir zu, aber er entkommt mir, wenn ich nicht aufpasse. Hey, das kitzelt! Ich finde nur, du solltest eins bedenken. Er ist zwar jetzt noch klein und niedlich, aber er wird größer werden. Und dann wird es schwieriger sein, für ihn zu sorgen. Du hast sicher recht, Emily. Aber du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Ich meine, jemand muss sich doch um ihn kümmern. Hey, wo ist er denn? Oh, siehst du das? Er will mit mir mitgehen. Ich glaube, ich nenne dich Flups. Flups? Er sieht doch aus wie ein Flups. Er sieht nach Ärger aus, so niedlich er auch ist. Aber das ist deine Entscheidung. Ach komm schon, Emily, vertraust du mir denn gar nicht? Doch, natürlich, aber... Also, ich werde es dir beweisen. Ich werde mich besser um diesen Fisch kümmern, als ich jemals zuvor um einen Fisch gekümmert wurde. Ich werde dich füttern und dir jede Nacht etwas vorlesen. Oh, ich kann es kaum erwarten, dir meine Lieblingsgeschichten vorzulesen. Und ich werde dir ein wunderschönes Zuhause geben, wo es sicher und warm ist. Ich meine kühl. Warte ab, bis du es siehst. Du wirst es dort lieben. Bitte, Mädels, sonst verpasse ich noch den Bus. Gut. Was ist denn hier los? Emily, endlich! Sie will weggehen. Bitte, du musst sie umstimmen. Sie darf nicht weggehen. Citronella, du willst weggehen? Oh, Emily, ich habe das Gefühl, dass ich hier überhaupt nicht mehr gebraucht werde. Ich kann nichts Nützliches tun. Nichts, was wirklich gebraucht wird. Ich kann dir sagen, was wir brauchen. Jemand, der die Beschwerden über diese Maschine entgegennimmt. Welche Beschwerden? Oh, womit fange ich an? Erstens, diese Maschine kann sich ganz schlecht unterhalten und ist dazu noch echt nutzlos im Ratschläge erteilen. Zweitens, sie sagt uns auch nicht, dass wir toll aussehen oder gibt uns Styling-Tipps. Drittens, sie lacht nicht über unsere Witze. Viertens, sie passt in keinen Schlafsack, wenn wir eine Übernachtungsparty veranstalten. Sie antwortet ja nicht mal auf die Einladung. Wie unhöflich. Fünftens, sie hat keine Schulter zum Ausweinen. Und sechstens, und das ist am allerschlimmsten, sie kann uns nicht umarmen. Ja, das stimmt. Das hat sie gut gesagt. Ja. Wir lieben dich, weil du genau so bist, wie du bist. Und diese Maschine kann dich nicht mal ansatzweise ersetzen. Ich habe mein Wunderwaffeleisen zurückgeschickt. Viel zu perfekt. Es fehlte der persönliche Geschmack des Kochs. Heißt das, ich muss auch den Putzomat zurückschicken? Aber er hat noch nicht mein Tanzstudio gereinigt. Wir müssen den Putzomat nicht zurückschicken. Ich will damit doch nur sagen... Oh, Citronella, würdest du bitte bei uns bleiben? Mhm. Ja! Ja! Was ist mit meinem Ball passiert? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist vor meinen Augen verschwunden. Oh, hier ist meiner. Aber irgendwie ist er grün geworden. Das ist doch die falsche Farbe. So kann man ihn nicht sehen. Das ist ja eigenartig. Du da? Hast du irgendwas damit zu tun? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Sie armer Kerl. Sieht so aus, als wäre das Spiel ruiniert. Oh, aber ich hätte doch fast gewonnen. Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll. Die Farbe steht dir gut. Ich finde ihn auch toll, aber der andere ist genauso bärig schön. Willst du ihn noch mal aufsetzen? Ja, bitte. Stopp! Oh, komm wieder hierher! Hallo, Emily!
Emily, da bist du ja endlich. Schön, dass du da bist, Emily. Hallo, schön, euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder, wie jedes Jahr. Danke vielmals, Zitronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily, du solltest deine Blumen gießen, dann werden sie schön sprießen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Zitronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die haushohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Veilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ach, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz vergeben. An Zitronella! Oh! Das hast du toll gemacht! Zitronella! Hä? Was? Himbeertörtchen, wie läuft es? Ich habe mit einem Entwurf angefangen, der mir gefiel, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher und habe was anderes versucht. Meine Meinung hat sich aber immer wieder geändert. Jetzt gefällt mir am besten, womit ich angefangen habe, doch ich habe Angst, dass ich es nicht rechtzeitig fertig kriege. Oh, du armes Ding. Kann ich dir helfen? Ich kann Stoff schneiden oder irgendetwas anderes tun. Das ist so süß von dir, aber es ist wirklich sehr wichtig für mich, dass ich es ganz allein schaffe. Weißt du, was ich meine? Ich denke schon. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ich hoffe nur, dass alles klappt. Tada! Hä? Wie siehst du denn aus? Was sagst du? Ich bin doch eine echte Mode-Expertin. Es ist stilsicher, total angesagt und es hat mich nur ein paar Minuten gekostet. Wie bitte? Das soll nicht Amelies Stil sein? Kein Problem. Ich schüttel einfach was anderes aus meinem Ärmel. Jawohl. Ali, hallo, ich bin Amelies neues Kleid. Wie gefallen die Stiere? Es reicht. Geht es dir jetzt besser? Oh ja, aber jetzt muss ich leider wirklich weitermachen. Es gefällt mir so gut. Ich möchte nur, ich hoffe nur, ich wünsche mir nur, dass ich es schaffe. Das wirst du. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Schlaf und morgen früh fängst du neu an. Dann wird dein Traum sicher in Erfüllung gehen. Ich schließ ab. Wirklich? Okay. Gute Nacht, Fläumeli. Oh, und danke nochmal. Dafür sind Freunde doch da. Hier ist Fläumeli. Hallo, Bonnie. Ich weiß, du bist sprachlos, was? Fabelhaft? Vielleicht enorm? Beeindruckend? Innovativ? Weißt du, Orangella hat mich zu ihrer Modedesignerin ernannt. Ich soll für sie und Till Mode entwerfen. Nächste Woche will sie mit ihm bei einem Dressur- und Springturnier mitmachen, bei dem beide Himbeertörtchens fröhliche Froschfummel tragen werden. Orangella meint, das wäre großartige Werbung für mich. Und weißt du was? Ich werde vielleicht, also eventuell, könnte ich schon im nächsten Herbst meine eigene Haustierkleidungskollektion in die Läden bringen. Ist das nicht wunderbar? Aha. Haltet doch mal still. Ich kann die Schleife nicht festbinden. Oh, benimm dich. Nein, wir trinken das Shampoo nicht. Oh nein, bitte. Schnell, mach die Tür wieder zu. Er entwischt uns sonst. Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Veilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb. Oh.
Guten Morgen, Fräulein Citronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo. Guten Morgen. Hallo, Herr Beierbärchen. Citronella? Oh je, was erblicke ich? Du bist doch nicht etwa traurig. Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Veilchen ist verschwunden. Oh nein, aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Citronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weck-mich-auf-Überraschungssaft in meinem Café. Oh nein! Till bei seinem Nachtgequake. Wie sollen wir je wieder vernünftig schlafen? Vielleicht ist dieses Quaken ja auch nur eine Phase, aus der er rauswächst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, aus dem er nicht rauswächst. Wo ist Orangella? Sie schläft. Sie war so erschöpft, weil sie den ganzen Tag hinter Till hergerannt ist. Kommt, Mädels. Mal sehen, wie wir ihn zum Einschlafen bewegen können. Heiße Milch. Nein, das nicht. Eine Bettdecke. Quatsch, vergesst das. Ein Schlaflied. Warte, was war das Letzte? Ein Schlaflied. Einem Frosch ein Schlaflied vorsingen. Finde ich gut. Das machen wir. Gute Idee. Schließ die Augen, kleiner Frosch. Bitte hör auf zu quaken, süße Träume, kleiner Frosch. Bitte schlaf doch endlich ein. Psst. Oh, wer? Was? Ist der? Psst. Lasst uns gehen. Nein. Glitzernd. Glitzernd? Nein, 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 nein. Glitzerig. Glitzerig. Oh, das gefällt mir am besten. Was denkst du, Plätzchen? Schnuschönchen? Oh, ich danke euch. Was reimt sich auf Stern? Ich weiß es. Fern. Oben im Himmel, richtig doll fern, sieh doch ne Sternschnuppe, die sieht man gern. Ein Wunsch ist frei, überleg ihn dir gut. Es steht viel auf dem Spiel, doch hab nur Mut. Ein kleines weißes Licht, ein glitzeriger Ball, mit Wonne seh ich ihm zu bei seinem Fall. Wenn er verschwunden ist, kommt mein Wunsch dann dran, damit ich gleich noch eine Sternschnuppe sehen kann. Oh, bravo, entzückend, Fräulein Erdbeer, einfach entzückend. Oh, Herr Aupelius, ich bin so froh, dass Sie hier sind. Die nächste Erzählstunde ist schon in einer Woche und Sie können mir bestimmt bei meinem Gedicht helfen, das ich dort dann allen vortragen werde. Ich denke, ich bin fast fertig, aber mit diesen zwei Wörtern bin ich noch nicht zufrieden. Oh, das wäre mir eine Ehre. Vielen Dank. Diese zwei Wörter sind noch nicht so ganz... Ups, Entschuldigung. Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig netten Tag. Hier spricht Emily. Oh, das ist ja toll. Ich bin gleich da, Himbeertörtchen. Könnten Sie auf das Café aufpassen, Herr Aupelius? Ich muss kurz in Himbeertörtchens Boutique. Bin gleich wieder da. Aber natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Glitzerig? Oh, nein, 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 nein. Glitzernd, ja. Hilfe! Oh je! Nein! Los, alle hinterher! Ja. Hallo.
sollten uns mal unterhalten.